Auf die Plätze. Fertig. Los. Also wenn ich verkacken würde, das wäre nicht gut. Die Bachelorarbeit wiegt nicht mehr halb so viel wie die Prüfung jetzt. Also wir wiederholen jetzt nochmal die Anatomie fürs Staatsexamen. Das Herz-Ohr. Auricle Dexter. Ich bin so gespannt, wenn ich ziehe. Einfach mal schauen, was passiert. Wie ist es bei euch? Hallo, ich bin die Magdalena. Ich studiere in Rosenheim Physiotherapie und ich muss mich auf eine sehr schwierige Prüfung vorbereiten, die ganz wichtig für mein Staatsexamen ist. Die Prüfung ist so wichtig, weil es eine Voraussetzung für mein Staatsexamen ist. Die hat 30 ECTS-Punkte, also einen sehr großen Wert. Deswegen ist sie einerseits so wichtig, dass ich zum Staatsexamen zugelassen werde und andererseits so wichtig, weil sie einfach super viel Einfluss auf meine Note im Bachelor dann letztendlich hat. Ich glaube, ich habe hier. Ah ja, perfekt. Es werden drei verschiedene Fachbereiche geprüft. Also einmal werden so ein bisschen sozial-kommunikative Kompetenzen bei der einen Dozentin geprüft. Dann werden einmal Fach- und Methodenkompetenzen anhand von einer Hilfsmittelversorgung von Patienten, die wir im Praktikum hatten. Und bei der dritten Dozentin geht es darum, so ein bisschen um Verhaltensänderungen, um Wertearbeit. Ich erfahre direkt vor der Prüfung, zu welchem Dozent ich komme. Also ich ziehe wirklich direkt vor der Prüfung und gehe dann zu dem Dozenten rein, wo ich gezogen habe. Deswegen hoffe ich auch, dass wir heute so ein bisschen an dieser Prüfung noch arbeiten und Fragen stellen können, dass da wirklich auch dann alles sicher ist, dass man das ganz gut bestehen kann. Wir sind halt voll im Partnerlook. Ich habe auch noch so Muskelkater von gestern. Power-Yoga eine Stunde und danach noch Intervallläufe. Ja. So, schönen guten Morgen in die Runde. Jetzt wollte ich nur mal so diese grundsätzlichen Abläufe klären. Also Sie sind ja alleine in der Prüfung. Also wichtig ist, dass wir ein klares Bild von dem Patienten kriegen, welche Leitsymptomatik und welches Ziel haben Sie aufgrund Ihrer Diagnostik mit dem Patienten? Die Vorlesung, die wir haben, das ist eine Vorlesung, die sich auf die Prüfung bezieht. Das heißt, wir tun nochmal den fachlichen Inhalt durchgehen und dann ist im zweiten Teil von der Vorlesung noch ein bisschen Prüfungsvorbereitung, dass wir mehr Ahnung haben, wie unser Vortrag für die Prüfung dann letztendlich aussehen soll. Was war denn Ihre Hauptdiagnose eigentlich? Also die hatte eine sehr schwere, exazerbierte COPD mit starker Dyspnoe und Angst. Und so eine ältere, feine Dame, die eben sehr Schwierigkeiten hatte, Hilfsmittel anzunehmen. Sie hatte zwar einen Rollator und Sauerstoff zu Hause und hat es aber nicht genutzt, weil sie damit eben so krank aussieht. Die Aufgabe in dem Vortrag, den ich mit Amelie mache, geht es darum, dass wir eine Patientensituation aus dem Praktikum uns suchen sollten. Wir sind jetzt bei dem Punkt, dass man ihr das irgendwie so attraktiv macht. Und wir hatten jetzt schon mal gedacht, dass wir den Rollator irgendwie mit dem Hund verknüpfen. Dass man zum Beispiel, dass sie da die Leine anhängen kann. Ein Sauerstoffgerät, weil sie das nur benutzt, wenn sie in Ruhe ist, also da, wo sie es eigentlich nicht braucht, weniger braucht, ja, dass genau. Man ihr wirklich da eins sucht, das einfach super klein ist, dass man einen Rucksack reintun kann, dass nur dieser Schlauch eben bis zum Rucksack geht, dass man es nicht so sieht, kann sie auch zum Spazierengehen mitnehmen. Wichtig wäre natürlich, dass sie sich nicht zu viel auf die Schultern packen. Ich würde mich dann doch auf einen Bereich fokussieren. Ich glaube, wir wissen jetzt, dass wir nicht ganz falsch sind. Also wir haben schon einfach super viele Ideen. Es geht jetzt wirklich, also da hat es uns schon sehr weit geholfen, dass wir uns entscheiden jetzt einfach, in welche Richtung wir gehen, weil sonst könnten wir, glaube ich, 3 Stunden Vortrag halten. Das wäre wirklich nur diese Sprachbox. Und wenn dann das könnte man das noch am Ende sagen. Genau, ja. Also die Aufteilung bei uns zwischen Theorie und Praxis ist eigentlich, würde ich fast sagen, 50-50. Also wir haben ja ganz normal unser Semester, wo wir Vorlesungen haben, aber auch wirklich vor allem in den ersten 2 Semester an der Behandlungsbank mit unseren Kommilitonen üben. Also wir testen jetzt den Maxi-Erguss, die tanzende Patella. Und dazu wird es hier unten so hoch und die Flüssigkeit festhalten. Und dann gehen wir mit der anderen Hand hier runter und drückt dann hier drauf und man kann die dann so bewegen. Und wenn das nicht stimmen wird, dann wird die so schwimmen, wie wenn, keine Ahnung, Holzstück auf dem Wasser ist, aber das wird es hier nicht. Und dann haben wir zusätzlich zu unserem normalen Studium in den Semesterferien wirklich die Zeit am Patienten, wo wir wirklich
jeden Tag so einen ganz normalen Alltag in der Therapieeinrichtung haben. Ich liebe an der Physiotherapie, dass man einfach so unglaublich vielen Menschen helfen kann und dass einfach so eine Wertschätzung zurückkommt von den Patienten, weil wirklich gemeinsam zusammen an dem Ziel der Patienten gearbeitet wird und das einfach, ja, die Liebe, die man zurückbekommt, ist einfach unbeschreiblich. Es war eine Situation, die sehr persönlich war. Also es war eine sehr, sehr alte Patientin, die war schon 92 Jahre alt und die hat sehr viele Ähnlichkeiten mit mir gehabt und ist erstmal super fit geworden und wir hatten eine ganz tolle Patiententherapeutenbeziehung und dann ging es ihr nach einem Wochenende auf einmal ganz, ganz schlecht und hatte den Wunsch, dann zu sterben. Und kurz davor ist mein Opa gestorben und ich habe das Thema von meinem Opa mit reingebracht in dieses Thema und habe es so mir selber einfach nicht gut getan und es hat mich in der Situation doch mehr belastet, als ich gedacht habe. Und da habe ich einfach das reflektieren müssen, Lösungsstrategien für mich rausfinden müssen für in der Zukunft. Genau, also man sieht, die Psychologie hat in der Physiotherapie einfach einen ganz, ganz großen Wert. Wir haben da so einen Anatomietisch, wo Menschen eingescannt worden sind. Deswegen bin ich ganz gespannt, was man letztendlich damit machen kann und freue mich da jetzt schon, das mal anschauen zu können. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Wir wollen heute noch mal gemeinsam die Anatomie des Herzens wiederholen, schon mal im Hinblick auf die Abschlussprüfungen im nächsten Semester. Der Plan für die heutige Einheit wäre, dass wir jetzt gemeinsam nochmal die Strukturen und die Vorgänge im Herz kurz durchgehen. Zum Ende habe ich dann noch ein kleines Quiz vorbereitet, dass Sie dann Ihr Wissen nochmal abtesten können. Für den Tisch wurden echte Kadaver seziert und während dem Sezierprozess dann auch 3D gescannt und dann daraus eine virtuelle Darstellung erstellt, die quasi in dem Tisch drin ist. Ihre Aufgabe ist, Sie sehen hier unten immer eine Struktur, die Ihnen angezeigt wird, also die linke Pulmonalarterie. Und Sie können das Modell hier drehen und Sie müssen dann die Struktur anklicken, also einmal auswählen. Und wenn Sie denken, das ist die richtige Struktur, dann auf Confirm klicken, also bestätigen. Das ist die Herzkammer, mhm. Hier ist die zweite Herzkammer. Das heißt, boah, das ist echt nicht mehr so viel. Also für Physiotherapie habe ich mich entschieden, weil ich schon immer was mit dem Körper machen will. Ich interessiere mich einfach super für die Medizin und Anatomie und das Medizinstudium. Erstens hätte ich den Schnitt nicht gehabt und zweitens ist mir das ein bisschen zu wenig Patientenkontakt. Also als Therapeut hat man doch noch mal ein bisschen mehr Zeit mit dem Patienten zusammen. Dadurch, dass ich einfach auch super sportinteressiert bin und gerne wirklich aktiv mit den Menschen zusammenarbeite, war für mich Physiotherapie genau das Richtige. Ich denke, das ist nicht so gut. Nee, das ist nicht. Das ist der Rechte. Das ist verdammt. Als Physiotherapeut ist es sehr, sehr wichtig, über die Anatomie Bescheid zu wissen, weil man die ganzen körperlichen Vorgänge ja verstehen muss. Verstehen muss, wo die Muskeln langlaufen, welcher Wirbel wo ist, wie auch die Nerven verlaufen, ist ganz, ganz wichtig, um zu erkennen, wenn es zum Beispiel eine Muskelschwäche gibt, wo das jetzt letztendlich herkommen kann. Das Herzohr. Auricle dexter. Genau. Und es ist eine Struktur, die auf dem Vorhof drauf ist. Denken Sie immer dran, wie Sie aufs Herz schauen. Also das ist dann links, also das ist rechts hier. Ja, das, ja. Dann ist das Ohr hier. Nee, ist das nicht der Vorhof noch? Doch, ja, doch, doch. Doch. Genau, ich glaube, das ist das Ohr, ja. Aber ich glaube, das ist die. Ja, du darfst. Ich? Mhm. Ja. Yeah. Und der rechte Matrikel. Du warst der. Mhm. Krass. Sehr gut. Okay. Super. Also war schon gut zu sehen. Also man hat gemerkt, man weiß noch ein bisschen was, aber jetzt was wie zum Beispiel mit dem Herzohr, was da genau funktioniert. Also wirklich die Physiologie ist, glaube ich, das, was echt nochmal wiederholt werden sollte. Anatomie, ich glaube, das kriegt man hin. Das ist okay, aber war auf jeden Fall gut. Besonders herausfordernd ist einfach wirklich die Menge zum Teil, vor allem im ersten und zweiten Semester. Man muss eine Struktur haben und wirklich diese Struktur durch das ganze Studium dann auch mitnehmen, dass man von dem ganzen Stoff nicht überrumpelt wird.
Die Regelstudienzeit beim Physiotherapiestudium sind 7 Semester. Das Besondere daran ist, dass wir einen Doppelabschluss haben. Das bedeutet, dass wir im 6. Semester ein Staatsexamen schreiben, dass wir in Deutschland als Physiotherapeuten offiziell angesehen werden. Und dadurch, dass wir das Studium machen, haben wir dann im 7. Semester zusätzlich noch einen Bachelor. Wir haben jetzt unsere Präsentation fertig gemacht für die Frau Bodek. Und die werden wir jetzt mal durchschauen. Boah, ich bin gespannt. Ich glaube, es ist viel zu lang. Ja, schauen wir mal. 15 bis 20 Minuten. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay. Genau, also wir haben uns jetzt für das Thema mögliche Hilfsmittelversorgung bei einem moderaten Sturzrisiko entschieden. Wir haben uns überlegt, was wir quasi der Patientin anbieten können, dass sie die Akzeptanz für Hilfsmittel einfach erhöht. Und hätten uns da überlegt, den Hund einfach ziemlich mit einzubeziehen, dass sie mit ihrem alten Hund, der eh schon nicht mehr auch der fitteste ist, spazieren gehen kann. Das Problem mit der Leine, dass sie keine Hand frei hat, kann man eigentlich ganz einfach lösen, weil es für Golfwägen so einen Hundeleinenbefestiger gibt. Das heißt, der Hund kann auch gehen, sie braucht die Leine nicht in der Hand halten. Und dann kann man noch einen Leckerli-Beutel hinmachen oder für Trinkflaschen. Alles hat für den Hund, ja. Genau, dass man es einfach attraktiver macht. Zeitlich? Ja, Hälfte. Okay. Ich habe mich jetzt für das Studium entschieden, weil mir das dann doch, glaube ich, auch sehr viel Spaß macht, so ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten und kritisch Sachen zu begutachten. In den Praxisphasen erfährt man einerseits positive Meinungen zum Studium, als auch eher negative Meinungen. Hauptsächlich ging es mir jetzt so, dass die meisten es eigentlich echt richtig gut fanden und auch gesagt haben, dass man schon irgendwo so den Unterschied sieht, wenn es studiert ist. Es ist einfach doch noch mal ein bisschen größer gedacht ist, sagen wir mal so. Aber es gibt natürlich auch viele Kollegen, die das so ein bisschen hinterfragen und sagen, ja, warum soll ich das studieren, wenn ich auch die Ausbildung machen kann? Dann haben wir eben auch damit erkannt, wie wichtig die Aufklärung über Hilfsmittel ist, dass man eben Vor- und Nachteile auch aufzeigt. Perfekt. Optimal. Ich dachte, es ist viel länger. Ja, ich dachte voll auch. Gut. Ja, das ist richtig gut. Mhm. Kann man echt für die Patientin sich auch Zeit nehmen und wirklich nochmal so ein bisschen auf die Hilfsmittel eingehen. Also ich glaube, der Vortrag ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also der sitzt auf jeden Fall. Ja. Kommt jetzt noch so ein bisschen drauf an, dass wir einfach in die Tiefe noch ein bisschen mehr gehen. Nur noch die Frau Hodek ziehen und dann läuft es. Oh, heute ist ein großer Tag. Ja, ich bin so gespannt, wenn ich ziehe. Also an sich bin ich gut vorbereitet, aber das ist halt einfach dieses blöde Ziehen. Stresst. In der Prüfung ist es mir wichtig, schon eine möglichst gute Note zu haben, weil es einfach doch sehr viel Gewichtung hat im Gegensatz zu den anderen Prüfungen, also die Bachelorarbeit wiegt nicht mehr halb so viel wie die Prüfung jetzt. Deswegen, umso besser die Note ist, desto mehr würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich lasse mich jetzt überraschen. Ich will jetzt auf nichts fokussieren, weil am Ende eh was ganz anderes ist. Einfach mal schauen, was passiert. Wie lief es bei euch? Insgesamt war es okay. Ja, bestanden auf jeden Fall. Bestimmt. Schon mal gut zu hören, dass bei den anderen gut lief. Das beruhigt, finde ich, immer so ein bisschen, dass es keine Vollkatastrophe war. Also ich werde mir jetzt hier nochmal alles mit euch ein bisschen anschauen, dass ich nochmal so frischen Kopf habe. Und dann werde ich zu einer Dozentin gehen, werde einen Zettel ziehen, wo wir dann einen Namen draufstehen und sind der Dozentin. Weil ich dann reingehen und da dann meine 30 Minuten hoffentlich gut verbringen. Es war einfach so ein bisschen Spannungsgefühl, so glaube ich, bei allen, weil alle nicht genau wussten, wer wird jetzt gezogen, kann ich die Frage dann beantworten oder nicht. Das war einfach allgemein so eine etwas angespannte Situation. Es war schon so ein bisschen schade, dass genau dieser Vortrag nicht dran kam, den ich mit der Amelie gemacht habe, weil es doch ja auch sehr viel Aufwand war. Ich habe die Dozentin gezogen mit den sozial-kommunikativen Kompetenzen. Das bedeutet, dass ich auch eine Situation aus meinem Praktikum mir raussuchen musste, wo ich so eine kleine Hürde hatte, wo es mir ein bisschen schwer gefallen ist, mit der Patientin zu arbeiten. Oh nein!
wie war's? Oh, es war richtig gut. Ich habe die Ettlinger gezogen und es war echt, war gut. Nee, ich glaube, also standen auf jeden Fall und es war echt richtig schöne Atmosphäre und ein bisschen emotional, aber gut. Wenn ihr mehr wissen wollt über den Job-Einstieg nach dem Physiotherapiestudium, dann schaut doch mal hier in der ARD-Mediathek und hier findet ihr noch mehr zum Thema Gesundheit und Medizin.